Oh yeah. Hudi Hudi, ich bin der coole Funky. Was? Und meine Fluggesellschaft bringt euch überall hin. Vorausgesetzt, ihr habt, ich kann es mir ziemlich schlecht lesen, vielleicht aber auch. Ja. Egal. Kann man auch ziemlich leicht erklären. Bei ihm können wir bezahlen, das ist auch nur einmal. Gott sei Dank. Das kann ich jetzt auch gleich machen, Flugzeug mieten. Das werden wir später wahrscheinlich noch brauchen. Cool. Ich wünsche euch einen guten Flug. So, hier könnten wir jetzt, also das ist die gesamte Weltkarte, sieht man nochmal, die geht noch weiter nach oben, aber das sehen wir jetzt halt allerdings noch nicht. Hier sehen wir auch nochmal den Game-Namen, Galionsplanken. Und hier könnten wir dann jetzt halt schneller, weil normalerweise kommt man immer nur auf die Weltkarte, wenn man einen Boss besiegt. So, und hier könnten wir dann ganz normal als Funkys Flügel dann von Level zu Level, wenn wir noch irgendwie was nachholen wollen oder sowas. Aber hier jetzt in dem Fall kann ich wieder zurück in Galionsplanken. Das ist nur, dass wir halt gleich schon mal bezahlt haben. Jo, weil wir können ja gar noch nicht weiter, weil wir noch nicht mehr gemacht haben. Yep. Gut, ja, jetzt muss ich halt wieder bis dorthin, aber das macht ja nichts. Wow, ist ja egal. Ich muss nur noch ein bisschen hoch und noch mal hoch und dann noch. Der Boss! Hui! Nicht auf ihn drauf springen. So wie sage ich dir schon mal. Aber muss ich werfen wahrscheinlich, oder? Ja. Mit seinen eigenen Eiern. Ich würde versuchen, erstmal ihn auszuweichen, bis sie liegen bleiben, dann. Ja, ah, gut. Die müssen. Ah, die. Ich muss jetzt hierzu nochmal sagen, weil wir das Spiel noch nie gespielt hat, ist das schon etwas, ja, schwerer. Ja, man muss halt wissen, also kann man sie in der Luft nicht greifen irgendwie? Man kann sie in der Luft nicht greifen, aber man kann auf sie draufspringen, um sie abzubremsen. Ah, okay. Hier kann ich jetzt auch nochmal was dazu sagen. Wie ihr gesehen habt, Diddy trägt, wenn er was hält, egal ob jetzt Eier, wie hier, Fässer oder Kisten, oder was gibt's noch, Schatztruhen. Er trägt sie vor sich, wie ein Schutzschild. Dafür hat er halt den Nachteil, er wirft sie aus dem Stand nicht so weit wie Dixie. Weil Dixie trägt sie ja über sich und allerdings ist sie halt dann von vorne nicht geschützt, dafür halt von oben. Also hat beides seine Vor- und Nachteile, könnte man so sagen. So, und im Prinzip hat jeder Endgegner, glaube ich, 4 Leben. Außer der letzte. Der hat 5 oder was? Der hat mehr. Sag ich mal so. So, also, der wäre jetzt besiegt, der erste Boss ist auch nicht so schwer. Und hier wären wir dann in der zweiten Welt, Krokodilkessel. Ja, eben wie ihr gesehen habt, wir hatten unsere Startprobleme. Wir hatten auch mit dem Ton ein bisschen Probleme. Werden wir wahrscheinlich auch noch weiterhin haben. Ich hoffe dann in der zweiten Aufnahme ist das ein bisschen besser. Und ja, dann lass uns mal mit der zweiten Welt beginnen. Okay. Lava-Sammer. Ein heißer Name. So. Ja, also das ist jetzt. Ah, ich träg's auf dem Kopf. Wenn du die Taste gedrückt hältst, dann hältst du Sachen fest. Wollte ich nur so sagen. Ich nehme jetzt mal an, hier in diese Lava darf ich nicht springen, ne? Das würde ich nicht versuchen, nein. Okay. Ich versuch's mal nicht. Diese Gegner. Will ich dir nur gleich erklären, da du dich immer so gut mit der Steuerung vertraut hast. Du kannst, wenn du Y einsetzt, ja so eine Rad, also bei dir ist so Zopfschlagschwung, wie man immer es auch nennen mag, einsetzen. Diesen Gegner zum Beispiel, der heißt Klapptrap, den kann man nicht von vorne angreifen. Sieht man vielleicht schon wegen seinen scharfen Zähnen, den kann man nur per Sprung töten. Also wie ich jetzt zeigen darf. Hä, aber ich dachte jetzt, weil du jetzt diesen Angriff genannt hast, hat mich jetzt natürlich gedacht, ich kann ihn nur von hinten mit diesem Angriff töten. Nee, den kann man nur per Sprung töten. Es gibt manche, die man nur mit diesem Ratschlag oder halt, ja, mit dieser Attacke von Dixie Haarschwung. Töten sie kann. Sie schwingt ihr Haar. Ja. So, das sind andere Krokodile, wie man schon sieht, die befördern einen etwas weiter in die Luft. Was nötig ist, um weiterzukommen. Aber natürlich. Was auch Sinn macht, Krokodile in Lava, also. Ich glaube, die haben eine gute Überlebenschance da drin. Ja. Ich will jetzt nicht mit dir über das Thema Logik in Videospielen diskutieren, weil. Ja, das wäre. Ah, da fällt mir gerade was ein. Ich glaube, das werde ich sogar machen, einfach weil ich es weiß. Kopf zurückgehen. Nicht weil du es einfach kannst, ne? Verdammt, ich brauche einen Gegner dafür. Egal, weil in dieser Truhe ist etwas. Und vielleicht erraten auch manche schon was. Ja.
Okay. Also, so, such mal einen netten Gegner. Ah, das will ich jetzt noch nicht zeigen, das kommt danach. So, und jetzt mal ganz geschickt zurückgehen. Verdammt! Ja. Ganz geschickt zurück. Sehen wir gleich. So, jetzt Bonuslevel. Wieder mit einer Kanone ausgelöst. Sammle die Sterne. Ah, hier wird es glaube ich schon. Ja, hier wurde es schon ein bisschen anders. Also, ja, ein bisschen anspruchsvoll. Es geht. Ich von Welt zu Welt halt jeweils nur ein bisschen anders gestaltet, die Bonuslevel, aber. Im Grunde genommen bleiben sie gleich. So. Jetzt hier, mein persönliches Lieblingsreittier, Squitter, die Spinne. Falls ich den Namen falsch ausspreche, schreibt sie in die Kommentare. Egal. So. Sie hat, oder er, was auch immer, hat halt die Fähigkeit, zwei verschiedene Netze zu spinnen, sage ich jetzt mal. Ganz normal auf Y. Nee, zum Beispiel mit dem Nashorn zu vergleichen. So Schüsse, mit denen man die Gegner ausschalten kann. Zum Beispiel die Ratten hier. Und dann hat sie noch hier, kleiner Hinweis, mit A, weil Rumby, dem Nashorn, die Superattacke, also dieser Lauf, sag ich jetzt mal, bei ihm sind solche Netze. Die sind ganz einfach auszulösen, indem ich A drücke. Und wenn ich dann nochmal A drücke, breiten sie sich dort aus. Also, man kann mit der Spinne die Level, könnte man so sagen, cheaten. Also ich könnte jetzt hier ganz weit oben, wo überhaupt kein Gegner ist, einfach so die ganze Zeit weiter. Ja, wow. Aber, ja. Ja, das wäre ein bisschen, Das ist ja nicht Sinn des Spiels. Ach ja, und übrigens, ja. Man kann die Netze auch noch, wenn ich dabei nach unten oder nach oben drücke, sieht man ja auch, macht sie so einen Bogen, das geht mit denen hier auch. Okay, da kann man ja recht viel mit dieser Spinne. Ja, darum ist auch mein Lieblingsbegleiter. Wow, das war ziemlich knapp. Und sie kann übrigens auch besser zerstören. So, besser zerstören. So. Hier die Bananen geben einem auch wieder einen Tipp, Andeutung, wo es hingehen könnte vielleicht. So eine Bonuslevel. Finde die Münze. Und diese Bonuslevel finde ich ganz besonders toll meistens, weil das sind, ja, wie man schon sieht, Bonuslevel, in denen man mit den Tieren spielen darf. Oder halt Reittieren, Begleitern, wie auch immer. Das heißt, ohne diese Reittiere kommen man eigentlich gar nicht dorthin. Ja, man kommt. Ja doch, nee, man kommt gar nicht hin eigentlich. Ja, weil du kannst ja nicht mit diesen Netzen hoch oder so. So, man könnte jetzt hier, wenn man die Spinne nicht mehr hat oder nicht genommen hat, was auch immer, oben lang mit den Fässern, wie man gesehen hat, aber man kann jetzt hier mit der Spinne auch ganz normal unten lang. Jetzt nochmal ein Bonusfass, ziemlich leicht zu erreichen. Ja, das war jetzt keine. Das Bonusfass hättest du jetzt doch auch mit mich hochwerfen. Ja, das hätte auch funktioniert. Das hätte jetzt auch funktioniert. Ja, ich lerne schon ein bisschen, ne? Ja, etwas. Etwas. Ja, bald bin ich dann besser als du, muss nur sehen. So. Bam. Jetzt werde ich ausschalten. Hier werde ich jetzt leider mein Reittier verlieren. Bei 4 hast du ein Leben. Und bam, eine Münze. Kann man gebrauchen. Yeah. Sonst musste ich öfter noch die Level spielen lassen oder so. Irgendwie schon, also ich bin da ein bisschen im Hintergrund. Also ich wäre auch noch hier, also nicht, dass ich mich schon vergesse. Da kannst du ruhig mal reingehen, das können wir gleich zeigen. Oh, was ist denn das? Halt da, ich bin Klubber, der fürchterliche und grausame, der unnachgiebige Klubber. An mir kommt ihr nicht vorbei, wenn ihr Ware flocken. Da, die Bonusmünzen, die Kremmmünzen, wie er auch sagt, die müssen wir halt zahlen, um in die anderen Welten zu kommen, in die verlorene Welt. Ich kann den Namen ruhig schon mal sagen. Ich kann auch so viel sagen, dort, wo wir dort reinkommen werden in die Welten, jetzt haben wir natürlich noch nicht genügend Münzen, das gehört dann auch zu den 102%. Aber ich denke mal, wir werden es so machen, also würde ich sagen, weil ich das Spiel da schon besser kenne. Wir werden jetzt einfach das Spiel so durchspielen, da versuchen halt alle Bonusmünzen zu sammeln in den einzigen Leveln und dann jeweils die Level halt hier machen in der verlorenen Welt. Weil die sind auch, finde ich, mit Abstand die schwersten. Aber das sehen wir dann noch. Macht, dass ihr wegkommt.